Ein netter Wipe. Ich sage wirklich nicht viel. Ich muss mal mehr labern, nicht? Also, wie war der Tag heute? Der Tag heute war wolkig. Kalt. Und ja. Wolkig und kalt. So. Wolkig und kalt. Toll, oder? Und wie war euer Tag so? War euer Tag auch geil? Würde sagen, ich sag jetzt, was ich immer mache. Ich erkaste Arkanschlag und jetzt mache ich Magnetoken, mache ich wieder Arkanschlag und jetzt mache ich Arkangeschosse und mache wieder Arkangeschosse und tot. So. Jetzt habe ich Silber aufgesammelt und jetzt geht's so weiter. Jetzt kommen da wieder jetzt, die muss immer noch ein bisschen aufpassen. Da sind da wieder zwei Raketenschützen dabei und da werden da muss nicht aufpassen. Da nuken die uns weg, aber ich werde hier so klar und intelligent hier richtig schön. Ah, die zieht er auch wieder zurück. Das heißt, ich werde nach hinten laufen und sehen, dass die mich ja nicht töten. Und ja, die werden auf jeden Fall böse von mir auf die Fresse kommen. Jo, kriegt der erste Schlag, der zweite Schlag, der dritte Schlag und den vierten Schlag. Und dann macht man so oder so. Und dann bürstet man drauf. Und dann haut man drauf und dann ist sie tot. Jetzt sind sie tot. Und da kommt noch eine Mobgruppe, die werden wir auch gleich anlocken. Und die werden wir auch die gleiche Platte machen. Und dann kommt der Boss. Der Boss wird nicht so schwer sein. Der Boss, der wird ganz einfach sein. So, jetzt sind wir wieder zurück hier mit der normalen Stimme. Ja. Und wir werden den Boss gleich folgendermaßen machen. Der Boss hat zwei Phasen. Wie so viele Bosse. Und zwar zuerst diese kleine die Damage-Phase, dann kann man ein bisschen auf den Boss draufhauen. Jetzt ist der Tank schon wieder abgesoffen. Versuchen wir nochmal den Kanonenschützen platt zu machen. Alles klar, der ist draufgegangen. Wir warten jetzt auf die. Mann, ist ja nice gewesen, ey. So. Wir wollen jetzt so ein bisschen auf die Mobs drauf. Da bringt es auch keinen Gruppendamage, wenn man nicht die Mobs hier umnuckt. Stille. Super ausgelöst. Zack, tot. Zack, tot. Passt. Alles klar. Dann kommt man auf den Vibe. Kommt man auf hindern. Der Boss hat zwei Phasen. Das erste, machen wir ein bisschen Schaden auf den Boss. Und dann geht er in die Kanone. Und dann schießt er mit der Kanone auf uns und es kommen die ganze Zeit Mobs und dann in der Phase werde ich aber durchnuken. Wird mir da einen schönen fetten HT geben. Und ja. Der eine muss jetzt kurz rausrappen gehen. Und ja. Scheiß Dungeon, ey. Meine Fresse. Wir schauen uns in der Zwischenzeit mal mein Gear an. Da hat sich nämlich seit letztens einiges verändert.
nicht nur, wir haben die Krone im 8, ist klar. Halsreif dürfen wir auch schon gehabt haben. Aber hier 655er Rücken, 645er Brust, 646er kriegsgeschmiedete Handgelenke, 36, das ist geblieben, 670er Heroic Gürtel, natürlich vom HC Trash Farmen, selbstgestellte 640er Gamaschen, 645er Sandalen, 655er Finger, Kargats Soliumband, logisch, splittert es nicht, 655 und grandiose Macht, 645, macht eine Gegenstandsstufe von 649 für mich. Und oh, darauf kann man schon ein bisschen stolz sein, ja. Noch zwei blaue Items habe ich, die Schultern und meine Hände. Deswegen werde ich mit meinem nächsten Schneiderei-Dingens, sobald ich hier wieder 100 habe, werden nette Handschuhe gemacht, weil derzeit habe ich nur meine Beine drinnen. Der Rest dürfte eigentlich alles nicht hergestellt sein. Ich habe Hosen hergestellt und Gürtel hergestellt. Den Gürtel habe ich heute rausgeschmissen. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch mal die Handschuhe rein. Und dann fehlt es wirklich nur noch die Schulter. Und die Schulter sind 636. Also das geht eigentlich. Oh, da habe ich den Boss gepult. Oh Mann, das tut mir so leid. Wirklich, es tut mir leid. Nicht wirklich. So, jetzt geht er. Das sind 60%, da haut er ab. Und jetzt ist Phase 2, hier steht's Phase 2. Wie angekündigt, werde ich dann jetzt den Boss nuken. Solange er mich natürlich lässt. Und das Kristall müssen wir gescheit platzieren. Ich hoffe, ich erwische ihn jetzt. Aber naja. Okay, ich erwische ihn nicht. Das heißt, Sperrfeuer auf mir. Das heißt, ich gehe hinter eine verdammte Säule und versteck mich. Und nüge den mal weg. So, jetzt hört das auf. Ich kann jetzt Full DPS auf ihn fahren. So, der Boss ist aus der Kanone draußen. Phase 3 ist eigentlich keine Phase. Der Boss wird jetzt einfach umgenutzt und fertig. So, ich hoffe, man hat es. Ich hoffe, der Boss fällt schnell. So. Alles klar.
So, wir haben jetzt den Boss gemacht. Und jetzt steht uns noch so eine kleine Mobgruppe hier vor dem allerletzten Boss. Das ist eigentlich eine ganz schnelle Instanz. Wir haben natürlich nicht mal 5000 Mal wiped. Ja. Ja, hopp jetzt. Wollt ihr noch mal 5 Stunden da vorne stehen? So. Jetzt bitte kein Gewipe. Ja. Man kann so wenig erzählen, ey. Das Jensen sind leider Gottes, wenn man halt schon jetzt nach dem Release, anderthalb Monaten, was heißt anderthalb Monaten, so lange ist es noch gar nicht her. Ein Monat, eine Woche vielleicht, sind die Insner wieder Baby einfach. Am Anfang waren sie noch ein bisschen herausfordernd. Ich dachte schon, Gott sei Dank, sind sie nicht so einfach, aber leider habe ich getäuscht. Diesem Baby einfach. Nein, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. So. Dafür habe ich mit langer Castzeit gebüßt. So. Die Dungeon-Gruppen sind meistens nicht mit Noobs unterwegs, nachts jedenfalls. Ja, der Jäger meint pullen zu müssen. Ich hasse Jäger. So, ganz Information. Das sind für mich so Roll over the Tastatur. Rollover-Klassen, so, das wollte ich eigentlich sagen. Rollover-Klassen, die legen einfach den Kopf auf die Tastatur und dann einmal nach rechts und nach links und nach rechts und nach links und dann können sie casten, ja, und machen so Schaden. Ja. Und keine so geilen Klassen wie Mage oder so, weiß Gott was, Druiden, Todes oder so. Ich laber mich doch von der Seite nicht an, du hässlicher Scheiß. Ich mach KR, wenn es mir passt. Nämlich jetzt dann. Der Scheiß-Spast von Ding, ja. Der Scheiß-Spast von Jäger wollte mir sagen, wenn ich mein KR zu zünden habe. Ist sicher Penner, ey. So. Jetzt nuken wir ihn einfach. Scheiße auf Mana. Gib ihm. Das stört mich ein bisschen, dieses Stop and Go.
Gut, dann war es das für diese leider etwas stillere Folge von Dungeon Raider. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Das heißt, wir rennen ein Dungeon durch. Bisschen smarter als heute. Auf jeden Fall. Bis dann.